Die Aktienkurse stehen so hoch wie nie. Investoren vertrauen auf Aktien, doch der Aktienrun steht auf tönernen Füßen. Länder wie Frankreich zum Beispiel brauchen dringend Reformen und auch schmerzhafte Einschnitte, aber nichts passiert. Und das wiederum gefährdet auch die deutsche Konjunktur, denn man braucht die Nachfrage von den europäischen Partnern. Weshalb die wirtschaftliche Entwicklung an einem seidenen Faden hängt, erfahren Sie in diesem Beitrag. Die Kurse am Aktienmarkt sind momentan fundamental nicht untermauert. Das billige Geld der Notenbanken fließt ungehemmt in die Finanzmärkte. Anleger sind fast schon gezwungen, in die Aktienmärkte einzusteigen, denn die Renditen am Rentenmarkt fallen. Als überbewertet sieht Hans-Jürgen Haag die Kurse bereits jetzt. Wir haben halt starke Anstiege durch viel Liquidität, durch Zufuhr von Liquidität der Notenbanken. So richtig konjunkturell unterfüttert ist es noch nicht. Wenn die Aktien da reinwachsen, ist in Ordnung. Wenn nicht, wird es gefährlich. Die Konjunkturexperten sind sich einig. Sie erwarten ein Wirtschaftswachstum von unter 1% für dieses Jahr. Von Konjunkturoptimismus also keine Rede. Im europäischen Vergleich steht die deutsche Wirtschaft noch verhältnismäßig gut da. Verhalten optimistisch schätzt auch Dr. Simon Juncker vom DIW die Situation ein. Naja, also die Produktion in der Industrie steigt seit Februar schon deutlich. Die Auftragslage bessert sich auch zunehmend, im Übrigen auch aus dem Euroraum. Und die Unternehmensstimmung hält sich mittlerweile auch wieder auf. Das spricht alles dafür, dass die Industrie das Tief schon längst hinter sich gelassen hat und das Wachstum anschieben wird. In Deutschland steht die Wirtschaft noch relativ solide da. EU-Staaten wie Spanien und Italien sind in der Rezession. Jetzt schwächelt auch noch die französische Wirtschaft. Reformen sind bitter nötig, doch an der Bereitschaft dazu mangelt es. Die Situation in Frankreich sieht Bernhard M. Klinsing besonders kritisch. Also dem Land würde dringend eine Agenda 2010 guttun. Aber Frankreich macht keinerlei Anstalten, irgendwelche Reformen einzuleiten. Sie lehnen das konkret ab. Es ist sogar Grund dafür, dass Europa immer weiter zurückhängt, während in anderen Regionen der Welt, USA oder Asien, die Konjunktur wieder anspringt. Für Deutschland besonders wichtig sind die Europartner. Tragfähige Konzepte zum Schuldenabbau müssen her. Die Zinsbelastung für die Haushalte muss sinken. Denn derzeit schützt allein die EZB-Politik die Staaten vor der Pleite. Eine Pleite, die dramatische Auswirkungen hätte, auch für Deutschland. Denn solvente Kunden sind lebenswichtig für den Exportweltmeister.